es gibt viele gute Yu-Gi-Oh! Karten, logischerweise, und sehr viele davon werden auch gespielt. Ich habe für euch heute einmal wieder 5 Karten mitgebracht, die aktuell keiner spielt, die aber an sich ziemlich gute Karten sind. Und wir stellen uns ja mal die Frage, warum spielt die keiner? Und sollte man vielleicht die Karten in Zukunft wieder spielen? Oder vielleicht findet ihr ein paar Karten, die ihr gar nicht mehr gedacht habt, dass die existieren? Und könnt euch die ja mal ranholen. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst mir auf jeden Fall gerne mal ein Abo da, damit ihr in Zukunft mehr solche Videos von mir sehen könnt. Erste Karte, los geht's. Die erste Karte ist eine sehr notorische Karte für das Format 2020-2021. Wurde sogar Anfang dieses Jahres noch viel gespielt, bevor die neuen Decks gekommen sind. Und das ist einmal die Karte Access Code Talker. Ich weiß, es ist ziemlich verblüffend, dass diese Karte in aktuell kaum einem Deck Play sieht, aber so sieht es aktuell aus. Für all die nicht wissen, was Access Code Talker tut, hier ist einmal kurz das TLDR. Die Karte ist ein Link 4 Monster. Braucht 2 plus Monster, um beschworen zu werden. Wenn das Monster beschworen wurde, könnt ihr eins von den Materialien wählen, mit dem das beschworen wurde, wenn es Link Monster gewesen ist. Und Access Code Talker bekommt 1000 Angriffspunkte pro Link Rating, das das Monster gehabt hat. Als Beispiel, ihr nehmt einen Link 3 Monster, dann hat Access Code Talker nochmal 3000 Attack obendrauf. Access Code Talker hat aktuell 2300, mit den extra 3000 hat es halt 5300. Das ist schon mal nicht schlecht, ist also ein großes Monster. Access Code Talker hat aber die Fähigkeit, Link Monster mit verschiedenen Attributen vom Friedhof oder vom Feld zu verbannen und Karten auf dem Feld zu zerstören. Das Wichtige dabei ist, dieser Effekt, der wählt nicht als Ziel. Das heißt, ihr könnt den Effekt aktivieren und dann zerstört ihr irgendwas, ohne das zu targeten. Das ist also ziemlich gut. Aber der Grund, warum Excro-Talker eine unglaublich gute Karte ist, der Text, der darauf steht, der sagt, du kannst auf die Effekte von Excro-Talker nicht reagieren. Und dass man Excro-Talker zu einer der besten Karten im Spiel. Jetzt natürlich die Frage, warum spielt den keiner? Im aktuellen Format ist es so, dass die Karte gar nicht notwendig ist. Denn die meisten Karten, die vom Feld auf Friedhof gehen, die floaten und haben Effekte, die wieder aufs Feld zurückkommen. Ist ein bisschen schwierig. Den Finisher braucht ihr aktuell auch gar nicht, weil die meisten Monster einfach so groß sind, dass ihr mit denen alleine finishen könnt. Vorher war es halt so, dass Excro-Talker ein relativ einfaches Monster war zu beschwören, um halt ein Game zu beenden. Braucht ihr aktuell halt nicht. Und in Decks wie Sprite zum Beispiel könnt ihr den gar nicht rufen, weil ihr euch vorher in Link 2, Rang 2 oder Level 2 Monster lockt. Das heißt, auch da kommt der gar nicht auf, dass ihr mit dem halt finishen könnt, weil das in eurer Game-Strategie einfach gar nicht vorkommt. Trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass Access Code Talker eine der besten Karten im Game ist. Und wenn die Karte gut spielbar ist, Holla die Waldfee. Die Karte ist dann insane. Die nächste Karte ist der König der Floodgates. Und zwar ein Monster, was auf Release so ziemlich alle verwirrt hat. Und das ist einmal die Karte Inspector Border. Inspector Border ist ein Licht-Maschine-Monster, Level 4. Mit 2000-2000, also ein sehr großes Monster. Und die hat einfach nur die Fähigkeit, dass wenn die Karte auf dem Spielfeld liegt, dass kein Spieler Monster-Effekt aktivieren kann, bis zu der Anzahl an Link, Pendel, Xyz, Monster, die auf dem Feld sind. Was halt schon ziemlich gut ist, gerade wenn ihr eine Strategie habt, wo ihr Inspector Border halt beschwört und die Möglichkeit habt, nicht nur Inspector Border zu haben, sondern auch andere Sachen, die halt den Gegner irgendwo aufhalten können. Wie jetzt eine Karte wie Summon Limit zum Beispiel. Summon Limit und Inspector Border. Boah, das macht halt gar keinen Spaß. Aber es sind halt zwei gute Karten, die man einfach auf dem Schirm haben sollte, dass diese Karten wirklich theoretisch spielbar sind, aber die aktuell keiner spielt, weil die in keine Deckstrategie reinpassen. Oder die aktuell einfach nicht genug tun, um halt den Gegner komplett aufzuhalten. Denn es gibt viele Powerkarten, wo die Karten einfach weggesweept werden, wo das halt irrelevant ist, dass die halt so einen krassen Effekt haben. Falls es für den Content hier gefällt, lasst mir gerne mal ein Like da, damit ich in Zukunft mehr solche Videos machen kann, damit ich weiß, ihr habt da Bock drauf. Die nächste Karte ist eine Karte einer vergangenen Ära. Und das ist einmal die Karte Phantastischer Drache Phantasme. Auch liebevoll Thanos-Drache genannt, wegen seiner tollen Pose und weil er lila ist. Diese Karte ist an sich ziemlich simpel. Wenn euer Gegner ein Link-Monster beschwört, könnt ihr diese Karte von eurer Hand spezial beschwören, könnt so viele Karten ziehen, wie euer Gegner Link-Monster hat, plus 1, und dann so viele Karten wieder ins Deck zurücklegen von eurer Hand, wie viele Link-Monster quasi der Gegner kontrolliert. Das geht also plus 1 und ihr habt ein mächtiges Monster auf dem Feld. Denn der ist halt gar nicht so schwach. Und euer Gegner wurde dafür bestraft, weil er Link-Monster beschworen hat.
Das ist natürlich im aktuellen Format, wo wir viel Fusion sammeln, viel XC sammeln, viel Synchro sammeln machen, natürlich nicht mehr so ganz heftig. Allerdings ist das eine extrem gute Karte. Natürlich war die ziemlich gut in der Mastery 4, bevor wir die Revisions bekommen haben 2020. Denn da mussten wir Link Monster beschwören. Das heißt, wir kamen an Phantasme gar nicht dran vorbei. Und was wir nicht vergessen dürfen, Phantasme ist on-field auch noch ein guter Effekt. Denn wenn euer Gegner eins von euren Karten targeten möchte, könnt ihr einfach den Effekt Phantasme nutzen, den Effekt annullieren und dem eine Karte discardet. Das heißt, die war nicht nur eine Handtrap, die euch Karten gegeben hat, die konnte euer Board protect. Wie gesagt, natürlich im aktuellen Format, wo wir nicht mehr ganz so viel auf Linkmonster gehen oder Linkmonster nicht ganz so essentiell wichtig sind für die meisten Strategien, nicht mehr die krasseste Karte, aber immer noch eine gute Karte. Und wenn es wieder ein Format gibt, wo wir extrem viel Linkmonster spammen, kann Phantasme eine Karte sein, die ihr haben solltet. Denn es ist eine ziemlich gute Karte zu haben, wenn euer Gegner nur Linkmonster beschwört und vielleicht so targetende Effekte hat. Also, Hail Thanos! Mit der nächsten Karte springen wir vom Format wieder so ein bisschen zurück ins Jahr 2015, 2016, wo diese Karte eine der besten Karten im Game gewesen ist. Und das ist einmal Solemn Strike. Wir müssen kurz die Time-Kapsel anschalten und ein bisschen zurückspringen, denn wir müssten uns überlegen, dass in dem Format Solemn Judgment noch auf der Banlist gewesen ist, Solemn Warning auf 1 war, also auch nicht wirklich spielbar war, und wir nicht so viele Handtraps hatten, denn wir hatten gerade erst den Release von Ash Blossom, also die erste Handtrap. Natürlich war das Format viel, viel langsamer, als wir es jetzt haben. Das heißt, der Effekt von Solemn Strike hat natürlich einen deutlich größeren Impact. Für alle, die nicht wissen, was Solemn Strike tut, kurze Erklärung: ihr zahlt 1500 Life Points, könnt eine Beschwörung annullieren oder einen Monster-Effekt annullieren. Das Wichtige bei Solemn Strike ist, die Karte ist nicht once per turn. Das heißt, wenn ihr mehrere davon habt, könnt ihr auch mehrere davon aktivieren. Aber der wichtigste Aspekt bei Solemn Strike ist, das ist eine Counter-Trap. Das heißt, auf diese Karte zu reagieren, war damals fast nicht möglich. Denn wir hatten Solemn Judgment, war nicht im Format, gab es halt nicht, war auf der Banlist. Das heißt, wenn ihr euer Deck gespielt habt, und das heißt, ihr habt in eine Backrow reingespielt, die eins in der gelegen hat, konnte euch diese eine Backrow, wenn das ein Strike gewesen ist, das komplette Game kosten und konnte komplett euren Turn, der gut war, zum schlechten Turn machen und euer Gegner konnte euch dann auch TK'en. Was nach wie vor immer noch gut ist. Klar, mittlerweile machen Decks deutlich mehr. Das heißt, ein Monster Negate oder eine Beschwörung aufzuhalten, ist jetzt nicht das Krasseste. Aber selbst im aktuellen Format kann Solemn Strike einiges an Schaden ausrichten. Aber nicht genug. Und deshalb ist natürlich Solemn Strike eine gute Karte, die aktuell nicht gespielt wird. Ich bin aber der Meinung, dass ein Playset Solemn Strike zu Hause zu haben keine schlechte Idee ist. Denn wenn ihr mal ein Deck spielen möchtet, was ein bisschen mehr Richtung Control geht, ist Solemn Strike eine der ersten Sachen, die ich spielen würde, damit mein Deck so ein bisschen mithalten kann mit dem, was die anderen Decks so tun werden. Die nächste Karte ist eine Karte, die wir einfach, nennen wir mal so, Potenzial nennen. Denn die Karte ist nie wirklich eingeschlagen, aber sie ist an sich unglaublich gut. Und das ist einmal der Auslöschungsinformant. Für alle, denen das nichts sagt, das ist einmal diese Karte hier. Das ist einmal Crossout Designator. Diese Karte hat im OCG für extrem viel Furore gesorgt. Und wir haben natürlich auch gedacht, dass sie hier im TCG das komplette Format hops nehmen wird. Ich habe mal ein Video gemacht, wo ich das verglichen habe mit halt Called by the Grave. Aber sie hat noch kein Format und kein Deck gefunden, wo sie unglaublich gut gewesen ist. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch die Karte zu holen, weil sie aktuell halt nicht so krass gut ist im Format, besorgt euch die, denn es ist eine Karte, die in Zukunft irgendwann richtig, richtig gut sein wird. Nur aktuell spielt die halt keiner. Für alle, die nicht wissen, was die Karte tut, ihr könnt einen Namen nennen. Dann könnt ihr aus eurem Deck eine Karte verbannen mit dem Namen, den ihr genannt habt. Dann annulliert sie die Effekte von Karten mit demselben Namen für den Rest der Runde. Der Grund, warum die Karte so ein bisschen runtergefallen ist, war natürlich, ihr müsst die Karten spielen, die der Gegner auch spielt, damit ihr die Karten aufhalten könnt. Was mit so generischen Karten ganz gut ist. Aber generische Karten zu annullieren ist nicht immer so die beste Lösung. Deswegen
ja, war die halt gut, aber halt nicht die beste Karte, wie sie im OCG gewesen ist. Denn im OCG haben die halt Max C und Max C zu Crossouten lohnt sich. Im TCG haben wir das nicht, deswegen ist die im TCG halt nicht so gut. Die letzte Karte, die ich für euch habe, die wir ab dem 1.12. nicht mehr spielen, obwohl sie gut ist, ist einmal Mystische Mine. Und der Grund dafür ist der hier. Haut rein. Ciao, ciao.